Ja, liebe Leute, willkommen zurück zum weiteren Part von Super Mario Maker 2 gemeinsam mit Kino. Nutzt ihr auch alle die Technik? Hallo. Ja, heute auf alle Fälle die richtige Technik verwenden, ne? Die ganz richtige Technik, die wir heute brauchen. Und an der Stelle ein herzliches Grüß, die Ziege. Schön, dass ich wieder dabei bin. Felix Kaiserleit. Oh. Ich habe gerade gelesen, Felix Fotzeleit. Also, wie kannst du das denn da reinlesen? Ich habe einfach die bei beiden F gelesen. Ich wollte gerade sagen, ey. Oh nee, das kann da einer immer machen. Okay. Scheiße, das ist halt wirklich Kaiso. Der übertreibt komplett. Wir geben uns noch 3 Versuche. So ist es. Da darf man gar nicht so hoch springen. Nee. Okay. Da musst du vorher auslassen, beziehungsweise. Ja, ich glaube, ich werde das mit Spinjumps jetzt machen, weil da springst du nicht so hoch. Eventuell, vielleicht muss man sogar Spinjumps machen, weil es jetzt gleich umschwenkt. Du kannst es noch machen an der Stelle. Ich habe nur den ersten Weg gemacht. Es geht leider nicht mehr. Ich glaube, mit Spinjump bist du besser dran. Dann versuch es mal. Ja? Oh. Das war kacke. Okay, also du musst, glaube ich, doch keinen Spinjump machen. Du darfst keinen Spinjump machen, meinst du wohl? Ja, Alter, scheiße. Das ist... Ey, aber es war ein guter Plan. Es war ein sehr guter Plan. Passt. Du musst einfach die Technik können. Nicht so wie du. Ist nicht so wie du. Was willst du denn jetzt machen da? Ich wollte nur bei den Ranken oben gucken, ob man da vielleicht irgendwas machen kann. War nur ein Selbstexperiment. Fun Fact, links unten ist eine Tür. Alter, ist das aber so knapp berechnet. Mich würde manchmal interessieren, also das könnten die im dritten Teil einplanen übrigens, und zwar, wie viele Versuche, dass es eingeblendet wird, wie viele Versuche der Levelersteller selbst gebraucht hat, um es zu schaffen. Dass es ein eigenes Feld ist. Dass das ein eigenes Feld ist, okay? Weil dann weißt du automatisch, er hat übertrieben. Ja gut, du hast eigentlich so diese Prozentanzahl, wie schwierig das ist, von daher... Ja, das stimmt schon, aber... Ich finde, das sagt alles aus über das Level. Nee, Prozentanzahl selbst sagt nicht unbedingt was aus, weil es gibt ja die Spasten, die alles verkacken, ne? Ja gut, aber das kannst du ja mit einberechnen, dass es diese Spasten gibt. Aber es würde mich schon interessieren, weil dann hättest du nochmal so ein zusätzliches Ding. Ja, aber Map-Ersteller weißt du auch nicht, ob er ein Gott ist oder ob der wirklich noch der Noob ist und noch bei seinen Eltern wohnt. Also, Ja, aber dann gibt es sicher Leute, die wollen vielleicht probieren, irgendwie so das härteste Level hochzuladen. Du kannst springen, ich habe nicht mal den ersten getroffen. Das muss ein ganz genauer Sprung sein. Achso! Oh, du musst doch direkt weiter, das war doch obvious, Alter. Ja, gib mir Zeit. Haben wir nicht, ich weiß. So, ich bin wieder dran, weil du hast die Schucke verwendet. Ich habe meinen ersten ein bisschen in den Sand gesetzt. Ich warte nur darauf, dass ich einmal da oben diese Stacheln kreuze. Werf mal wieder zurück! Wobei, warte mal, ich springe jetzt runter. Schade, okay. Hätte das sein können, dass da was ist. Hey, Macarena. Weiß nicht, wie ich das finden soll. Was ist auch nicht. So. Ja, die Stelle ist schon nicht so geil. Wenn ich den Sprung einmal letztlich schaffe, dann... Also habe ich ja schon geschafft, aber nur mit Drehsprung ist es halt leider falsch. Das ist leider falsch. Aber da wäre es halt am einfachsten. Immer so knapp. Ja, es könnte noch ein Zeitchen dauern.
Glück ist das nicht meine Aufnahme. Ah, juckt nicht. Nein! Ich dachte, ich hätt's. Vor allem wahrscheinlich, weil ich es geschafft habe, den Sprung, werde ich sowieso geflasht sein, dass ich den nächsten in den Sand setze. Ich kenne mich ja. Ja. Mit Sicherheit. Ich hab so gewusst, dass es einmal passieren wird, dass hier. Ich hab nur drauf gewartet eigentlich. Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts. Ich habe nur ein Bier getrunken. Es war so klar, ich hatte nur gehofft, dass ich nicht der Erste bin, dem es passiert. Ich hab auch nur drauf gewartet, bis es. Wann ist. Also, es wundert mich, dass wir es so lange ohne geschafft haben. Ja, eigentlich schon. Das ist ja schon das nächste große Weltwunder. Ach komm. Ja, so sehen die bei mir auch immer alle aus. Lass mal über Gott und die Welt reden. Hast du ein Thema irgendwas auf Lager? Ein Thema? Ja. Kennst du schon die neueste Bohrmaschine? Was mach ich denn da? Ja, lauf einfach, lauf. So wie die gerade hat dich durchbohrt, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hab's! Direkt rüber, denk dran. Nein! Ich vergesse das immer, dass der automatisch das nimmt. Aber selbst wenn ich jetzt daran gedacht hätte, hätte ich wahrscheinlich den Mauzi weggemacht. Hey, du hast's doch. Ah! War's gut jetzt? Du hast jetzt. Mit Kensenk zu kommen ist aber ein bisschen schwieriger. Okay, da bin ich noch gespannt. Das habe ich leider noch nicht gesehen. Also, aber ich gebe mir 3 Versuche. Hey, aber jetzt haben wir es wenigstens. Jetzt sind wir wenigstens mal in dem Flow drin, wo wir es einmal geschafft haben. Vielleicht schaffen wir es jetzt öfters wieder. Ah, das weiß ich nicht. Die Stelle ist so oder so schon scheiße. Die Frage ist, wie lang das ganze Level geht. Ja, 3 Versuche. Ich wollte mitsterben, by the way. Okay. Komm, Eiszapfen, komm her. Das war leck! Oh, meine Güte. Oh. Da war ein Leck gerade, oder? Weiß ich nicht. Ich hab leer gerade einen wahrgenommen. Oh, das war jetzt stark. Ich hab's nicht gesehen, aber ich kann's nur denken. Ist es das, was ich mir denke, oder ist es nicht das, was ich mir denke? Nee, das war geil gerade. Ich bin zwischen dem Mauzi und dem Mancha gelandet, bin auf einmal neben dem Mauzi gestanden. Ich war kurz wieder, dass du auch nachspawnen kannst. Wir haben es einmal jeweils Ledger geschafft, das ist gut. Ins Loch, okay, nee. Oh fuck. Ist das wirklich so? So was? Gewollt? Nein, eigentlich nicht. Aber da war gerade nur Glück beim Zocken, wer war das nicht? Aber es funktioniert. Okay, dann musst du mit der Bombe weiter. Ja, das ist gut. Jetzt wart, ne? Ah. Ey, das war aber der beste Versuch bis jetzt mit Abstand. Oh. Fuck. Ach, knapp wieder. Du bist ins Jan gefallen, oder? Ins Jan. Sorry, ja. Der musste grad sein. Aber er passt auch. Warte, ich hab gedrückt! Das sehe ich aber ganz anders. Ich werde nicht so früh drücken, weil ich will auch nicht... auf einmal, weißt du, tot sein, weil du schaffst. Oh. Ja, das war gut. Ich hab's einmal letztlich doch rübergebracht. Und dann springe ich in Jan hinein. Ah. Alter. Leute. Da war jetzt gerade mein Höhepunkt. Ich hab's verkackt. Das schaffe ich nie wieder. Ich war gerade richtig verwirrt, weil auf einmal läufst du mir hinterher. Immer gerne, Kino. Ja. Okay. Achso, ja.
Nicht wahr? Dann spawn ich dir jetzt nach. Vielleicht schaffe ich es jetzt wieder. Ah, schade. Boah, bei mir draußen schüttet es richtig gerade. Und ihr schüttet, und ihr schüttet, und ihr schüttet. Ja, heute ist wirklich so schönes Couchwetter. Er hat's auch, das ist unglaublich. Oh, das habe ich jetzt zumindest auch Hatchet. Das war knapp. Nein! Hast du das gesehen? Ja. An mir war es nicht gelegen, sag ich gleich. Doch, du hast mich schon abgelenkt. Ja, ja, aber es war reiner Instinkt. Aber das war eigentlich geschafft schon. Das kriege ich nicht hin. Nie und nimmer so gut wie du. Ne. Wenn ich erstmal wieder mein Köpfchen stöße. Gut, vielleicht nehme ich ihn doch auf meine Kappe, den einen. Aber wir waren schon zweimal dort. Ah, die Stelle ist immer noch am schwierigsten, glaube ich. Was? Vor allem, wenn man so verkackt. Ich hab gefettfingert. Meine Hände werden mittlerweile schwitzig. Ja, meine sind schon schwitzig. Also. Schwitzig. Hey, warum ich wieder? Ja, keine Ahnung. Achso, ich bin schon raus aus der Reihenfolge. Ich hab keinen Bock mehr. Ich will das einmal schaffen und wir kriegen es nicht hin. Dann mach's doch einfach. So. Ich würde es ja gern machen, aber mein Kopf ist Matsche. Ah, Gott sei Dank. Okay. So, dass ich jetzt auch mal hinkomme. Ich schieße in die falsche Richtung! Ja gut, den hatten wir heute noch nicht, den Fail. Den hatten wir heute noch nicht. Aber gut, so selten wie da waren. An der Stelle, du wolltest mir noch sagen, was ist denn der neueste Bohrer gerade? Jetzt auch wieder unglaublich. Den hatte ich jetzt nicht kommen sehen. Ich muss im Kopf die ganze Zeit gerade an Bohrer denken, Alter. Okay. Ich wollte jetzt was über einen neuen Bohrer erzählen, aber. Ja, gut. Ich glaube, da brauche ich mir ein gechillteres Level. Definitiv. Oh, mittlerweile klappt's. So. Ja, das ist schon mal die richtige Richtung. Den kenne ich irgendwoher schon. Ah, schau. Woher denn? Ja, den hast du auch einmal gemacht. Na, ich habe zumindest den ersten Mounty getroffen. Ja, gut, das war die Teilarbeit. Ich wollte keine Maulwürfe töten. Auch wenn sie es verdient hätten. Immer auf die kleinen Runden, Alter. Gibt nur einen Maulwurf, den ich feiere, und das ist Stalopor. Hallo, was ist mit Resetti? Ah, der ist auch nice, stimmt. Der ist richtig nice. Findest du geil? Viel zu schade, dass der in New Horizons nicht dabei war. Barador, oder? Ja, den hört man an einer Stelle, aber das war's. Boah, ich dachte, ich hätte es jetzt verkackt schon. Ich hatte viel zu wenig Anlauf eigentlich. Ja, die Stelle ist schon hart. Oh. Aber wenigstens bin ich jetzt schon zweimal in Folge dahergekommen. Hat über diese Folge eigentlich noch ein anderes Level oder nur das? Nee, ist ja auch nicht verkehrt. Muss ja auch mal wieder sein. Einfach für die Quote, dass es auch mal wieder passiert ist. Mittlerweile rassle ich da durch. Wollte gerade sagen, da. Das war das dritte Mal jetzt. In Folge. Ja! Oh, ich hätte den einen noch mitgenommen. Aber ja, okay. Ich habe vorher schon gesehen, wie das ist. Checkpoint. Du willst mich verarschen, Spiel. Aber ich soll eine Röhre zum Resetti machen, genau. Okay. Lustig. Ja, okay. Hoch, hoch, hoch!
das hast du später erkannt. Ja. Okay, jetzt aber merken, gleich jetzt nicht den Schalter drücken, weil sonst lege ich mir ein Eigentor. Stimmt. Sonst lege ich mir ein Eigentor. Na! Verdammt. Der 50er-Move ist aber auch geil, wer sich den traut. Der hat also beim nicht im Team-Match-Macher, der hat Eier aus Stahl. Okay. Ja, gut. Ah, die Flachbombe ist gar nicht da. Ja, das war jetzt nicht so klug. Ja, da, wo soll ich das wissen? Sehen, hören, fühlen heißt das. So. Verdammt, zu weit nach rechts. Zum Glück spawnen das alles hier nach, was wir hier haben. Ja. Reden wir wieder über Bohrmaschinen, oder? Also ich habe eine Bohrmaschine von Bosch und mit der bin ich richtig gut zufrieden. Die kann ich sowohl für Beton nutzen, als auch für Kalksandstein, als auch für Metall, Kunststoff, Holz. Also die ist relativ... Ich weiß jetzt nicht, was für mein Vater nochmal hat, aber ich weiß auf alle Fälle, der hat mittlerweile gefühlt alles Werkzeug nur vom selben Anbieter, weil da halt, weil das so Akkusachen sind, so ganz speziell, also auch Rasenmäher und sowas. Ja, habe ich Akku. Auch. Und die Akkus kannst du bei jedem technischen Gerät dort verwenden. Ich weiß jetzt nicht, wie die Firma heißt, aber... Ah, da gibt's mehrere verschiedene. Jetzt ist das Trampolin nicht gespawnt, danke für gar nichts. Das gibt's von verschiedenen Anbietern, zum Beispiel von Makita nutzen relativ viele. 50er Move easy. Ich habe Eier aus Stahl, habe ich ja schon gesagt. Nein! War die Plattform nicht da oder was? Doch, aber ich habe das Trampolin mitgenommen, anstatt dass ich draufgesprungen bin. Vielleicht ist die Plattform jetzt da. Die Hälfte der Tries, die ich mache, da fehlt die Plattform einfach. Oh nein! Warst du weiter sonst? Ja, ich war fast bei dem nächsten Schalter. Wenn wir den drücken, wird sowieso wieder lustig, weil dann ist wieder Reset. Ja, wunderbar. Das ist jetzt nicht so schlimm. Was? Dieses Spiel. Oh. Mario hat aber auch echt keine Gelenke. Ah, jetzt hat er es leider gedrückt. Okay, also jetzt doch wieder Schalter drücken. Ja gut, soweit muss man erstmal kommen. Ganz wichtig. Yay, dieses Spiel macht Spaß. Man sieht halt nicht, ob die Plattform da ist. Natürlich nicht. Ist sie jetzt da? Ja, ich weiß. Die Plattform ist da, aber das Trampolin war bei mir gerade nicht da. Aber du hast es natürlich. So, gut, probieren wir es nochmal. Ah, wieder zu spät! Da fehlt mir gerade ein bisschen das Feingefühl. So, jetzt hoffentlich. Ah, ich glaube. Oh, muss ich drücken? Nee, ne? Nee, musst du nicht. Ich habe schon gedrückt. Ja, warum schaffst du das immer? Okay. Oh! Da war gerade. Ja, gut, 17 Sekunden, das war's. Ich glaube, ein Try. Ja, ein Try geht sie noch raus, aber ich glaube nicht, dass der. Also das ist mir zum Glück noch gar kein Mal passiert. Ich wollte draufspringen, spring so weit nach rechts und nimm's mit in den Abgrund. Das ist mir zum Glück noch kein Mal passiert. Ah, okay, ein Versuch mit 300 Sekunden geht noch und dann lass was. Ah, das müssen wir aber jetzt den Anfang wieder schaffen. Überlass das mir, wenn das wieder so gut hinhaut. Vielleicht schaffe ich jetzt einen First Try. Ah, okay. Hat sich schon erledigt beim ersten. Du kannst nochmal. Also, ich habe nur den ersten verkackt. Ja, gut, jetzt ist es vorbei. Ja, 300 Sekunden sind für so ein Kaizo-Level auch wieder mal richtig scheiße. Sorry, ist nicht dein Ernst. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Alter. Der Feldweg ist wieder Thema, sage ich an der Stelle mal. Ich kann mich nicht konzentrieren.
Alter! Oh mein Gott, Alter, Kino, was tust du da? Willst du mich komplett umbringen, gerade vor Lachen? Gar kein Bock mehr. Ja, gut, danke. Oh, kurz beruhigen, ich weine gerade noch vor Lachen. Okay, passt. Alter. Oh, das ging jetzt aber flott, ey. Ja, wenigstens mal. Also wenigstens ein bisschen Skill heute noch versprühen. So, schauen wir mal, ob wir es jetzt hinkriegen, den Sprung. Ja, jetzt hab ich's. Nein! Jetzt aber nicht wieder. Also, du hast zweimal gedruckt, ne? Ja. Kopf hoch, Kino. Nein, das lohnt nicht. Das lohnt nicht. Nee, wenigstens hat er keinen Stachel so. Ah, scheiße, das Trampolin. Das hast du dir jetzt verdient, das passiert mir auch so oft. Ja, jetzt geht jetzt das Trampolin mit dem Ding runter. Wenigstens hat er keinen Stachel vor dem Schalter gemacht da oben. Beim ersten. Weil ansonsten wäre das Ding wahrscheinlich wieder berührt. Jetzt bin ich am Start! Da sind wir gut. Na, wir zu. Da brauchst du doch wirklich den genauen Anlauf. Hm. Oh ne, die Plattform ist noch nicht da. Da musst du immer so ein Zeitchen kurz warten. Ja, mache ich schon, aber. Hä, das war doch ausreichend. Oh, bitte sag, da kommt nachher das Ziel als Belohnung. Ja, Gott sei Dank hat das. Oh, das war das Schnelle. Ja, aber das ist ja sogar noch machbar. Da ist das Ziel hoffentlich jetzt. Rauf rein und bitte gib das Ziel. Ja, oh, ja. Oh mein Gott, danke. Ja, das wird das einzige Level heute bleiben, aber man muss sagen, mit Teamarbeit haben wir es geschafft. Also, fuck! Also, Alter. Also ich muss sagen, den ersten Teil habe ich dann zum Glück nochmal rausgerissen. Alles nach der Röhre war nichts mehr für mich. Ja, Leute, oh. Danke. Das war ein Deutscher auch noch. Stimmt, ja. Felix Fotzeleit, das passt an der Stelle jetzt. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bohrmaschine, ciao. Grüß die Ziege und danke, dass ihr zugehört habt bei unserem interessanten Talk über Bohrmaschinen. Und grüß die Ziege, ne? Ciao, ciao.